Und ich denke mal, bevor ich jetzt hier weitermache, mache ich eine kurze Quatschrunde, so 10 Minuten mit Lyra. At your service, Fatebinder. Ich stehe zu diesem Schicksalsbinder. What do you need? Hat Neat Stimme dich als Spionin geschickt? Lyra betrachtet mich mit einem Gesichtsausdruck, ihre ungleichen Augenblicken nacheinander in die deinen. Ja, früher. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass ich mehr oder weniger offen damit umgegangen bin. Aber das ändert nichts daran, warum ich entschieden habe, mit dir zu reisen. Würde ich das nicht wollen, würde ich einfach gehen. Was wollte die Stimme wissen? Das hat er mir nie erzählt. Er sagte nur, ich solle dich im Auge behalten. Es schwang jedoch mit, dass ich die Gelegenheit haben würde, ihm zu berichten. Als hätte ich das getan. Viel eher hätte er mir wohl meinen Verstand geraubt und so alles erfahren, was ich weiß, nur um sicher zu gehen, dass ich nichts auslasse. Wenn du also Bedenken hast, was meine Diskretion angeht, behalte das im Hinterkopf. Du hast nur deine Arbeit getan, es ist in Ordnung. Nun, ich bin dankbar, dass wir kein großes Aufhebens darum machen müssen und keine Zeit mit Rätseleien vergeuden, ob wir einander jemals wieder vertrauen können. Ganz ehrlich, das ist äußerst erfrischend. Von dir? If you insist, I'm a Scarlet Fury. That should raise some flags for you. It means that I'm good at killing and, more importantly, that I enjoy it. Wenn du darauf bestehst, ich bin eine scharlachrote Wüterin. Das sollte bei dir die Alarmglocken schrillen lassen. Es bedeutet, dass ich gut im Töten bin. Was noch wichtiger ist, Freude daran habe. What I won't enjoy are the pleasures of funerary rites packed with weeping mourners. Someday I'll fall in battle, and then they'll roll me into a mass grave or heap me atop a shit-stained wagon. One more anonymous, knife-riddled piece of meat. Was ich nicht genießen werde, sind die Freuden von Begräbnisreden voller weinender Trauerkiste. Eines Tages werde ich im Kampf fallen und sie werden mich in ein Massengrab rollen oder mich auf einem stinkenden Karren werfen. Nur ein weiteres anonymes, durchlöchertes Stück Fleisch. Until then? I plan to take whatever I can from life and... Okay, genug Fragen zu der Vergangenheit. Erzähl mir von deiner Zeit beim Scharlachroten Chor. The Scarlet Chorus is mostly for madmen and peasants with rusty daggers, but it's also a little niche of freedom that I never had. Once I survived training and met my Scarlet Fury sisters, I saw a different side of the howling mob. Der Scharlachrote Chor ist hauptsächlich etwas für Wahnsinnige und Bauern mit rostigen Dolchen. Aber er ist auch eine kleine Nische der Freiheit, die ich nie hatte. Nachdem ich die Ausbildung überlebt hatte und meinen Schwestern vor den scharlachroten Wüterinnen begegnet war, sah ich eine andere Seite des heulenden Mobs. Erzähl mir von deiner Ausbildung. Before new recruits shoved to the front lines, training means surviving the first battle. Anything beyond that is for the fighters who show potential, whether as blade dancers or arcane madmen. Für neue Rekruten, die an die Front gekarrt werden, besteht die Ausbildung darin, ihre erste Schlacht zu überleben. Alles Weitere ist für die Kämpfer, die Potenzial zeigen, ob als Klingentänzer oder arkane Wahnsinnige. There's nothing in the world like getting put through the paces as a Scarlet Fury. Every day is a test of your commitment and passion. Failure means death. The first few weeks were the hardest, but also the most rewarding. I earned my name, picked up some quality weapons, and met my sisters. Es gibt nichts Berauschenderes auf der Welt als die Arbeit als scharlachrote Wüterin. Jeder Tag ist eine Prüfung der eigenen Hingabe und Leidenschaft. Jeder Fehler bedeutet den Tod. Die ersten paar Wochen waren die schwersten, aber auch die erfüllendsten. Ich habe mir meinen Namen verdient, einige gute Waffen erhalten und meine Schwestern kennengelernt. Erzähl mir etwas über die scharlachroten Wüterin. The elite fighters of the Scarlet Chorus. Your typical horde recruit fights with a rusty spoon and a chip on his shoulder, but the Scarlet Furies are, well, different. Die Elitekämpfer des scharlachroten Chors. Der typische Hordenrekrut kämpft mit einem rostigen Löffel und heftiger Wut im Bauch. Aber die scharlachroten Wüterinnen sind nun ja anders. We focus our madness. We coordinate, we kill, we dance. It's like art. Imagine a sculpture that twisted in weird, beautiful angles, and then gutted you too fast for you to realize what was happening. Wir konzentrieren unseren Wahnsinn. Wir koordinieren, wir töten, wir tanzen. Es ist wie Kunst. Stell dir eine Skulptur vor, die sich in seltsamen, wunderschönen Winkeln bewegt und dich dann so blitzschnell ausweitet, dass du gar nicht weißt, was geschieht.
Es klingt wunderbar. Hörst du dich überhaupt selbst reden? Nein, wir gehen da nicht drauf ein. Du hast dir deinen Namen verdient. Wenn du glaubst, eine einfache Bäuerin aus den Stufen würde ihr Kind Lyra nennen, solltest du mal mein altes Dorf besuchen. Die meisten Leute dort liefen mit dem Nachnamen wie Fass oder Fisch herum. Kein sonderlich kreatives Völkchen. Sie grinst und schüttelt den Kopf. Der Chor nimmt dir deinen Namen ab, wenn du auch vorher gewesen sein magst. Diese Person bist du nicht mehr. Dann verdienst du dir durch große Taten einen neuen Namen. Meist durch mörderische Taten. Deswegen sieht man Chormänner mit Namen wie Stinkmaus oder Gesicht zuerst herumlaufen. Es gibt meistens einen guten Grund dafür. Ach du meine Güte. Naja, das Stimm hat mir diesen Namen gegeben. Wenn der scharlachrote Chor heulend in die Schlacht rennt, hört er keinen Krieg, er hört eine Symphonie. Und wenn ich mit Klinge oder Bogen kämpfe, so sagt er, sei meine Musik lauter zu hören als die aller anderen. Und sie enthalte zu viele Elemente, um sich wirklich beschreiben zu lassen. Wenn man es am wenigsten erwartet, kann der Archonte Geheimnisse regelrecht charmant sein. Und wie lautet dein wirklicher Name? Die Frage ist unser beider nicht würdig, aber ich werde sie aus Mitleid beantworten. Du kennst meinen wahren Namen, Lyra. Willst du die willkürliche Sammlung von Buchstaben und Lauten wissen, die meine Mutter für angemessen hielt, als sie mich nicht einmal kannte? Dann hast du Pech gehabt. Ich habe diesen Namen schon vor langer Zeit begraben. Zumindest vor langer Zeit nach meinem Maßstab. Wie steht es mit deinen Fähigkeiten im Umgang mit Waffen? Ich habe schon als Kind erkannt, dass ich ein Naturtalent bin. Ich konnte ein rostiges Küchenmesser aufheben und mit einem Wurf eine Ratte am anderen Ende des Raums aufspießen. Der scharlachrote Chor hat mir die Gelegenheit gegeben, mich noch weiter zu bilden. Meine Schwestern waren immer etwas überrascht, wie schnell ich unterschiedliche Kampfstile erlernen konnte. Sie rinnt zu deinem Augenblick die Stirn, schüttelt dann aber den Kopf und verwirft den Gedanken, den sie gerade ausgesprochen hatte. Ah, also dass sie gut kämpfen kann, haben wir mittlerweile schon gemerkt. Zurück zu meinen Fragen zum Chor. What do you need to know? Du hast gezögert, dass du über deine Kampfstile gesprochen hast. Warum? Das ist dir aufgefallen, ja? Das ist eine Angelegenheit, über die ich nicht häufig spreche. Hauptsächlich, weil ich nicht weiß, wie. Ich habe erwähnt, dass ich gut darin bin, unterschiedliche Waffenkampftechniken zu erlernen. Die Wahrheit ist, ich bin besser als gut. Ich könnte einen Mann so sauber häuten, dass am Ende nur ein einziger, durchgehender Hautstreifen übrig ist. Und er müsste dazu nicht einmal gefesselt sein. Das war eines der ersten Dinge, die ich an mir selbst bemerkte, nachdem ich dem scharlachroten Chor beigetreten war. Derart stimmt sei es auch in mir und er komme ich dazu aus, die Ausbildung zur scharlachroten Wüterin zu beginnen. Hast du das mit dem Häuten schon mal versucht? Sagen wir einfach, dass uns einmal das Leinen für unsere Zelle ausgegangen ist und fünf Auge mir ein Messer gegeben und mich zu den Gefangenen geschickt hat. Sie zwinkert. Meine Schwestern waren die Meisterin ihrer Kampfform, aber seit sie tot sind, hat mein Stil sich verändert. Fast. Fast, als könnte ich töten, wie sie es einst getan haben. Ich könnte einen Bogen in die Hand nehmen, eine Lanze, alles eigentlich. Ich könnte jemanden mit einer Waffe in Stücke fetzen, die ich bisher nur meine Schwestern habe verwenden sehen. Ich weiß nicht, was das bedeuten könnte und das beunruhigt mich. Wer sind deine Schwestern? Wer waren sie, müsste es heißen. Drei Flüstern, roter Geysir und Suchescheide. Die besten Kämpferinnen, denen ich hier begegnet bin. Es gab keinen Feind, den wir nicht gemeinsam besiegen konnten. Unsere Kampfstile ergänzten sich perfekt, also haben wir das Töten aufgeteilt. Wir baden ein Lied teilen. Zumindest haben wir das eins getan. Sie salutiert ernst und würdevoll. Erzähl mir von drei Flüstern. Sie war so ruhig wie eine Teichoberfläche und sehr leichtfüßig. Mehr als eine Feindin ist gestolpert und auf ihre eigene Klinge gestürzt, weil Flüstern so behende war. Lyra blickt kurz von dir weg, als ein Anflug von Trauer ihre Aufmerksamkeit stiehlt. Was ist mit roter Geysir? Eine Einfrau-Belagerungsbrecherin. Sie warf sich gegen ihre Feinde wie ein Rambock. Nicht einmal eine Phalanx der Geschmähte hätten diesem dummen, lebensmüden Weibsbestand halten können. Bei Kyros Augen bot sie einen Anblick. Lyra schlägt sich mit der Faust auf die Handfläche. Und Suchescheide? Das Mädchen konnte vom anderen Ende eines Schlachtfelds aus einem Speer durch 12 Ringe werfen.
Nicht einmal Kyros konnte Feinden helfen, die ihr in einer Reihe hintereinander entgegenkamen. Sie machte einen Wettkampf daraus, möglichst viele Soldaten mit nur einem Wurfspeer aufzuspießen. Was ist mit ihnen geschehen? Wir haben während der Belagerung der Gegend um Vendrins Brunnen herum ausgekundschaftet, als wir nur den Verdacht hatten, dass die Vendrin-Wache sich heimlich organisiert. Meine Schwester und ich trafen zufällig auf eine Gruppe von ihnen. Oder Kyros weiß, vielleicht haben sie uns gefunden. Niemand sagte etwas. Wir zogen Eisen und Bronze. Dann ging alles schief. Ihr solltet die Vorhut bilden und die Wache mit einem Klingtas beschäftigen. Etwas Desorientierendes, während meine Schwestern sich ihre Ziele aussuchen. Ich habe gezögert, ich habe die Nerven verloren. Anstatt auf die Einbrecher zuzustürmen, bin ich mit gezogener Waffe wie angewurzelt stehen geblieben. Meine Schwestern haben ohne mich weiter gekämpft, aber sie waren nicht im Gleichgewicht, als wäre mein Zustand ansteckend. Sie sind gestorben, ich habe überlebt. Meine Schwestern verließen sich darauf, dass ich den Tanz anführe, und ich habe sie im Stich gelassen. Es ist verständlich, du wolltest vorsichtig sein. Vorsichtig? Deine Vorsicht kannst du dir für die Gespäten aufheben. Hätten wir Vorsicht gezeigt, hätten wir dann je die Bastardstadt oder die Tore des Unteils einnehmen können? Hätten wir die Stufen erobern können, wenn unser Blut nicht vor Zorn übergekocht wäre? Wenn das Schlachtfeld nicht aus unseren Lungen gedröhnt hätte? Zögern ist eine Seuche. Es ziemt sich für kein Chormitglied, und bei den scharlachroten Wüterinnen wurde es noch nie gesehen. Ich würde es aus meinem Körper schneiden und die Wunden verätzen, wenn ich nur die Ursache kennen würde. Sie verzieht erneut das Gesicht und kehrt nachdenklich in sich. Hast du zu diesem Thema eigene Gedanken beizutragen, oder sind wir nur hier, um alte Wunden wieder aufzureißen? Glaubst du, du hast wegen deiner Verbindung zu Beric gezögert? Ich habe noch mehr Fragen über deine Schwestern. Zurück zu meinen Fragen zum Chor. Hast du wegen Beric gezögert? Sie den Blick von dir einen Augenblick weg zu einem Punkt in die Ferne. Du siehst, dass sie nachdenklich auf der Innenseite ihrer Wangen herumbeißt. Ja, es ist schwer vorstellbar, aber ich glaube, die Verbindung zwischen Beric und mir geht tiefer als Blut. Er ist irgendwo in meinem Kopf und ich in seinem. Wenn es stimmt, was du sagst, bestand unsere Verbindung schon, bevor wir uns überhaupt begegnet sind. Sie atmete tief aus und schüttelte vor Erstaunen den Kopf. Du hast wirklich ein Talent dafür, die Leute gründlich zu durchschauen, Schicksalsbinder. Sei vorsichtig damit. Ich habe noch mehr Fragen zu deinen Schwestern. Zurück zu meinen anderen Fragen über den Scharlachroten Chor. Wer sind die Anführer des Scharlachroten Chors? Du hast Nerads Stimme in Vendrins Brunnen die Meinung gegeigt. Du sollst sie bereits kennen. Die übrigen sind alle Ableger der Stimmen, wie Fünftauge. Wenn man dann hinunter zu den Fußsoldaten kommt, organisiert sich der Scharlachrote Chor. Organisiert der Scharlachrote Chor sich um einen zusammengewürfelten Haufen von Bandenchefs, die den Ton angeben. Was willst du wissen? Was kannst du mir über die Stimmen sagen? Er ist ein Wahnsinniger, aber das hat mich noch nie davon abgehalten, seine Befehle zu befolgen. Selbst in einer Legion, die so gnadenlos ist wie der Chor, weiß man es besser, als es sich mit den Stimmen zu verscherzen. Wer ihn verärgert, oder manchmal nur, wer ihm begegnet, überlebt das häufig nicht. Wenn er jemals desorganisiert oder verloren wirkt, dann weil er eine der Persönlichkeiten kanalisiert, die er im Laufe der Jahre verschlungen hat. Er übernimmt dann die Eigenarten von jemand anderem, jemand, der vermutlich seit langem tot ist. Besser sterben, als Teil der Stimmen zu werden. Was macht Nerads Stimme so mächtig? Er ist der Archont der Geheimnisse, und er hat sich diesen Titel nicht umsonst verdient. Man sagt, er wisse mehr als alle Weisen in den Stufen zusammen, und er könne 1000 Schritte weiter vorausdenken als die übrigen Archonten. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass er unter diesem kritischen Helm niemals alleine ist. Wenn man mit Geheimnissen handelt, dann ist es wohl eine gute Sache, wenn einem laufend Leute ins Ohr flüstern. Mir ist es lieber, wenn alle einfach immer den Mund halten, aber Geschmäcker sind eben verschieden. Was ist mit Fünftauge? Er ist ein wandelnder Albtraum. Ich habe keine Ahnung, wer in dieser Rüstung steckt und mit dieser seltsamen Stimme spricht, aber ich sage dir, was ich weiß. Wenn die Welt auf Geheimnissen aufgebaut ist, zahlt es sich aus, ein paar zusätzliche Augen zu besitzen. Nerads Stimme hat sie im Überfluss. Überfluss, manche, die er in seiner Nähe behält, und andere, die er in die Wildnis entsendet. Wer auch immer Fünftauge war, bevor er in den Dienst des Archonten eintrat, nun ist er nur noch ein halb wahnsinniges, geiferndes Sprachloch, eine körperliche Funktion, mit anderen Worten ein Auge. Moment, Nerads Augen sind Menschen? Sie waren vielleicht einmal Menschen, aber
Aber was sie auch einst waren, jetzt sind sie Augen. Man munkelt, dass Nerads Stimme seinen Dienern alle überflüssigen Teile abschneidet, die sie nicht brauchen. Sie ahmt mit ihren Fingern die Bewegung einer Schere nach. Ich habe einmal die Stimme um 5 Tage gemeinsam in meinem Zelt gehört. Die Stimme schrie laufend unnötig, unnötig und mit jedem unnötig spritzte neues Blut auf das Zelttuch. Ich weiß nicht, was er da alles herausgeschnitten hat. Ja, creepy.